Ja, hallo, wieder mal ein Video hier wieder von der FIFA Switch-Spiel. Es steht jetzt hier schon Rapid gegen FC Genua 6 zu 0. Wir werden jetzt schauen, dass wir noch ein paar Tore schießen. Vorher hatte ich Champions League gespielt. Da habe ich jede Menge Tore geschossen. Sollen wir mal schauen, wie viele Tore wir noch schaffen? Also ich habe jetzt gerade auch ein Tor geschossen. Und Tor! Jawohl, Tor! 7 zu 0. Yusuf Demir, 8 zu 0. Ja, das ist halt mal eine Partie, da fallen ein paar Tore. Und nicht immer so eine fade Partie, wo nur 1 zu 1 oder 2 zu 0 gespielt wird. Den Ball muss man schon mitnehmen. Ohne Ball geht gar nichts. Latte. Also ich glaube, das 8-0, das können die nicht mehr aufholen. Jawohl! Knasmühner! Das alles ist Rapid, oh, das alles sind wir, oh, das gibt's nirgendwo anders, nur hier. So. Oh, an die Latte. Da stehen jetzt sehr viele im Strafraum drinnen. Jawohl, der ist drinnen. Tor für Rapid. Yeah. Jetzt vielleicht. Das ist doch.
Rapid Wien, alle, alle, Rapid Wien, alle, alle, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, Rapid Wien, alle, alle, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, alle, Rapid Wien, Rapid Wien, Rapid Wien, alle. Ein bisschen zu weit zum Tor hingelaufen, glaube ich. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Die Nummer 1 in Wien sind wir. 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 Die Nummer 1. In Wien sind wir, die Nummer 1, 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 in Wien sind wir. Die Nummer 1 in Wien sind wir. Die Nummer 1 in Wien sind wir. Die Nummer 1 in Wien sind wir. Das alles ist Rapido. Oh, das gibt's nirgendwo anders. Nur hier. Oh, immer ein bisschen zu weit vorgelegt, dann wird es nichts mit einem Tor schießen. Schade, dass man von den Fans nicht viel mehr sieht bei FIFA. Aber ich habe gesehen, dass man auf der PlayStation mehr von den Fans sieht. Ich habe ja die Nintendo Switch. Vielleicht sollte ich mir eine PlayStation noch besorgen. Und mal schauen, wie das bei der PlayStation ist. Was ist jetzt passiert? Ah, das ist schlecht. Jetzt müssen wir einen Spieler auswechseln. Wem nehmen wir das zentrales offensives Mittelfeld? Gut, wir spielen jetzt offensiv. Das ist eh besser. Das ist nämlich Rapid. So, den Dorman wollen wir nicht tauschen. So, Spiel fortsetzen. Das sieht nicht wirklich gut aus. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Schade, dass er nicht weitermachen kann. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Das geht jetzt Abstoß. Also das war jetzt der Fairplay, der Abstoß. Wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Da kann er sich den Ball holen.
Jawohl, den holt er sich. Auf geht's, Rapid, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Schieß ein Tor. Auf geht's, Rapid, schieß ein Tor. Oder zwei, oder drei. Auf geht's, Rapid, schieß ein Tor. Was mache ich da? Abstoß. Abseits auch noch, na super. Also ist es eh wurscht, ob es Abstoß oder Abseits ist. Jawohl, den haben wir. Den hatte ich schon mal so drinnen rein langsam rollen gesehen. Leider kann ich euch das jetzt nicht zeigen, aber vielleicht schaffe ich es noch, so ein Tor zu schießen. Auf geht's, Rapid, schieß ein Tor, oder zwei, oder drei. Die Nummer 1 in Wien sind wir, die Nummer 1 in Wien sind wir. Jawohl, der ist drin. Petrovic. Das alles ist Rapid. Bombenstimmung hier im Stadion. Partie steht 13-1 und er macht es. 14-0. Ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause. Ja, das war ein einfaches Spiel gegen den FC Genua. 14-0 haben wir die weggeputzt mit Rapid. Bombenstimmung haben wir auch gemacht. Also, wenn euch das Video gefällt, dann Daumen nach oben beziehungsweise gefällt mir drücken. Die Lichtverhältnisse sind momentan nicht so gut hier mit der Handykamera, aber ich habe jetzt hier das Team Markus Kapperl, das momentan sehr begehrt ist, aber leider muss ich mitteilen, dass das Team Markus Kapperl nur für die engsten Mitglieder sind und die engsten Fans sind. Es gibt nur 10 Stück im Augenblick, 5 Stück sind schon vergeben. 5 weitere Stück werden die nächsten Tage ausgehändigt werden. Wie gesagt, sie sind nur für die engsten Mitglieder im Augenblick. Vielleicht werde ich noch welche bestellen, muss man schauen, wie es sich finanziell ausgeht. Momentan bin ich etwas knapp bei Kasse. Aber wir sehen uns sicherlich bald wieder. Abonnieren den Kanal auch beim nächsten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Also dann, bis dann, gut dann. Tschüss, tschüss.